Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem kurzen, also ich versuche es kurz zu halten, Karpfen-Video oder Karpfen-Spot-Video und das Ganze am Bärensee. Denn davon liest man ja doch nicht mehr ganz so viel und ja, bevor es den Bärenstängen gab, war das hier der sogenannte Karpfenpuff und hier standen alle und haben immer ihre fetten Karpfen gezogen. Und ich suche halt überall im Netz immer nach Spots, ne? Denn und dann probiere ich diese halt nachzuangeln. Und jetzt stand halt auch wieder einer drinne, und zwar auf der russischen VK-Seite. Und ich habe das Ganze jetzt nachgebaut, stehe hier auch gerade erst. Und den möchte ich euch halt jetzt mal vorstellen. Jetzt warten wir mal nur, ob die eine Route da noch runtergeht. Und dann zeige ich euch mal mein Setup. Na los, komm, beiß mal hier. Fischilein. Ich habe, ich muss dazu sagen, ich habe hier ein großes Setup, ne? Man bin ja auch schon Level 41,5 und das Ganze kann man auch mit kleinen Setups angeln. Das Ding ist, ich würde euch das auch gerne mit einem kleinen Setup zeigen, würde das Ergebnis aber auch verfälschen, was Anfänger angeht, weil ich ja auch viel mehr Skillpunkte habe. So, jetzt habe ich aber auch meinen kleinen Account noch nicht das Geld, um mir ein bisschen größere Angeln zu kaufen, da ich ja da erst Level 12 bin oder 13 mittlerweile. Da müssen wir uns erst das Geld zusammenfarben, bis wir halt zu diesem Pro-Set kommen sozusagen, zu dieser Erstausstattung. Da kostet der eins so um die 700 Silber, ne? Ich glaube, eins könnte ich mir jetzt kaufen, aber ja. Sobald ich dieses Setup habe, werde ich auch nochmal vermehrt halt dann solche Spots mit solchen Karpfenrouten auf jeden Fall für euch angeln. Das ganz kleine Setup macht natürlich keinen Sinn. So, und ich als großer Angler würde jetzt zum Beispiel diesen Schuppenkarpfen hier gar nicht mitnehmen. Ich lasse den auch frei. Ihr könnt ihn natürlich mitnehmen, denn er hat ja auch schon Häkchen, ne? Wichtig ist, Bärensee hat keinen eigenen Shop. Ihr müsstet euch halt diese Sachen wirklich vorher schon kaufen. Und hier werden auf jeden Fall viele kleine mit dabei sein. Deswegen kann man das halt auch ganz gut. Geil! Deswegen kann man das auch richtig gut mit diesem Set, also mit dem kleineren Set beangeln, weil die Fische halt hier eher nicht so groß werden. So, und jetzt schauen wir uns aber. Ich komme gar nicht dazu, euch das Setup zu zeigen, weil so gut weiß sie gerade, ne? Schauen wir jetzt mal hier rein. Das Quatsch, G. So, na gucken wir mal. Also, ich angel aktuell mit der Snowman-Rig-Montage. Ist bei mir auch geskillt, muss ich dazu sagen. Und ja, das Ganze halt, wie gesagt, wirklich mit großem Setup hier. Ich nutze allerdings auch nur einen Einser-Haken. Dann Köderkombination ist Pellets und Pop-Up-Mais. Und ihr nutzt dazu die Croft Baits, Tintenfisch und Kräuterpellets 16. Und den Mais von Old Paul Tintenfisch Gelb. Dazu habe ich halt einen Dip drauf, Old Paul Tintenfisch und Fischmischung. Deswegen können da auch ganz gut Barben einsteigen, fischig halt, ne? Und ich habe noch eine Tintenfischmische. Da gucken wir mal rein. Da habe ich als Basis Sonnenblumenkerne. Und dann gibt es halt für Tintenfisch auch super diese Feed Pellets. Da gibt es halt einmal die Tintenfisch und Kräuter. Habe ich 3 und 6. Und dann gibt es noch von einer anderen Marke roter Tintenfisch und Feed Pellets 5 und 7. Und als Aroma natürlich auch Tintenfisch. Also es ist auf jeden Fall, upsi, das wollten wir jetzt nicht, sehr tintenfischig. Und das Ganze habe ich natürlich auf all meinen Routen drauf. Wenn ihr jetzt aber zum Beispiel kein Snowman oder so geskillt habt oder das vielleicht auch noch gar nicht könnt, kann man das Ganze natürlich auch mit einer anderen Montage beangeln. Wie die Bissfrequenz da ist, das weiß ich nicht. Und das Ding ist ja immer, so ein Spot läuft immer nur 1, 2 Stunden so richtig gut. Dann sollte man den ja erstmal wieder in Ruhe lassen. Und dann habt ihr halt wieder die Möglichkeit, und den Spot neu zu beangeln oder ihr sucht euch einen anderen. Ob jetzt hier gerade noch ein anderer läuft, das weiß ich nicht. Ich, ja, schöne Barbe. Und Barbe gibt halt auch unwahrscheinlich geile EP. Ich bin jetzt auch gerade in der Happy Hour, deswegen schaut euch das mal an, ne? Erstmal die Grund-EP 1834 plus Premium 1864
Und weil wir dann noch in der Happy Hour sind, bekommen wir dann nochmal 3.668 dazu und sind bei diesem Einfluss schon bei einer Gesamt-EP von 7.336. Ne? Also das ist schon echt crazy. Und Barben gehen halt auch ganz gut Silber. Da bin ich dann nachher mal gespannt. Also eine Stunde würde ich halt diesen Spot jetzt beangeln wollen. Und dann gucken wir mal, was das Endresümee ist. Und dann könnt ihr ja das Ganze nachangeln, wenn ihr das möchtet. Also, bis gleich. So, und was ich auch noch vergessen habe zu sagen, ist, dass das Ganze natürlich, wie ihr im Video so schön erkennen könnt, an der Stelle 55:31 ist und das Ganze auch noch mit einem 17-Meter-Clip. Wir angeln also sozusagen im Bereich F8 und ins 3,5-Meter-Loch angeln wir rein. Ne? Also wie gesagt, ich gucke mal jetzt mal in den Kescher rein. Ihr seht, steht jetzt hier 8 Minuten. Ja, der erste Fisch kam auch wirklich gleich nach Einwurf. Das sind weiße Amo, Schuppi, Schuppi, Schleie, Barbe, Schuppi. So sieht es aktuell aus. So, aber jetzt wirklich, jetzt sehen wir uns wirklich erst zum Ende nochmal. So, und das ist der Endkescher nach genau einer Stunde. Und wie ihr seht, ihr habt auf jeden Fall die Chance, hier gut Barben zu fangen, wer die Trophy vielleicht noch nicht hat, ne? Oder auch die Schleie, ne? Also der vierte Fisch war ja generell schon die Trophy-Schleie. Sehr schön, weiße Amore sind mit bei, Schuppenkarpfen, ein Spiegler. Alles, was unter 3 Kilo war, flog bei mir zurück. Das war eine ganze Menge. Also bestimmt so 10 Fische, die zurückgeflogen sind. Solltet ihr halt tatsächlich nicht machen, ne? Wer das noch nicht so weiß. Sonst macht euch den Spot damit kaputt. Und ob hier noch was Großes einsteigt. Das, da bin ich mal gespannt. Ich werde noch eine Weile da bleiben. Und sollte da noch was Geiles mit hinzukommen, werde ich mich noch mal reinschalten. Ansonsten würde ich sagen, Petri Heil, viel Spaß beim Nachangeln. Und ja, ich versuche halt immer mal wieder ein paar Spots mit reinzubringen. Wer möchte, kann auch gerne meinen Ingame-Channel beitreten, Channelers Angelcrew. Einfach mal hier suchen. Und Passwort ist Sternchen 2022 Sternchen. Bitte mit Sternchen eingeben. Ich laufe jetzt aber mal zurück zum Spot, denn ich höre mir nicht meine Angeln schon tuten. Und wir sehen uns zum nächsten Spot-Video. Bis denn. Tschüss, tschüss. Bye, bye.